Hallo zusammen, mein Name ist Christine Sirgaiva, ich bin Stretching und Mobility Coach und Beweglichkeitsexpertin und heute möchte ich dir verraten, was jeder Stretching Coach wissen sollte. Und zwar, als Stretching Coach solltest du davon überzeugt sein und an deinem Beispiel zeigen, wie lebensverändert Bewegung überhaupt ist. Du musst wissen, dass Bewegung ist eine Säule der Gesundheit, eine der wichtigsten Säulen. Egal zu welcher Vorbildung, zu welchem Seminar, bei welchem Coach du lernst, überall wird darüber gesprochen, dass Bewegung ist absolut notwendig ist. Und jetzt werden Menschen weniger beweglich. Ja? Also menschlicher Körper ist überhaupt dafür erschaffen, um sich zu bewegen. Und jetzt wird es weniger und weniger. Ja? Wir sitzen viel, wir liegen viel, wir bewegen uns sehr wenig. Und das ist ein sehr großes Problem. Ja? Darüber werden Bücher geschrieben, Studien gemacht und so weiter. Und du musst einfach verstehen, wie wichtig das, was du tust, überhaupt ist für die Gesundheit, für das Gesundheitssystem, für den menschlichen Körper. Ohne Bewegung werden wir viel schneller alt. Wir werden viel schneller unselbstständig, ja, abhängig von jemandem. Wir bekommen Krankheiten, ja, wir bekommen Schmerzen. Und das alles nur durch fehlende Bewegung, durch fehlende Beweglichkeit. Verstehst du? Also denk einfach mal darüber nach, wie wichtig diese Kleinigkeit ist, wie wichtig dein Stretching-Kurs ist. Diese eine Stunde, die du gibst, und durch diese eine Stunde tust du vielen Menschen was Gutes an. Also wenn man von so einer Perspektive das anschaut, dann versteht man die Wichtigkeit und absolute Notwendigkeit dieses Berufs, ja, diese Tätigkeit. Was du auch wissen musst, dass Stretching sehr vielfältig sein kann. Ja? Du kannst dein Training sehr vielfältig gestalten und je vielfältiger du es gestaltest, desto mehr Kunden du hast, desto mehr Spaß dein Training macht, desto besser kommt das Training an. Und mehr Menschen verlieben sich in dein Training und in deine Arbeit. Dadurch werden die Kunden loyal, die bleiben mit dir über die Jahre. Ja? Sie bleiben mit dir sehr lange und wollen auch nichts anderes. Also die sind absolut zufrieden, weil du dir Mühe gibst und die merken das. Also arbeite daran, dein Training vielfältig zu machen. Du musst nicht stur sein und denken, okay, ich bin Stretching Coach, mein Training besteht nur aus den Übungen und ich akzeptiere nichts anderes. Nein, so kannst du natürlich nicht machen, weil wenn du ein bisschen so Funktionalität lernst, ja, wenn du ein bisschen lernst, wie das Training aufgebaut werden muss, dann wirst du sehen, dass erstens Stabilität, Mobilität, Kraft, ja, das sind Sachen, die absolut voneinander abhängig sind, die miteinander kombiniert werden müssen und ohne die wird das Training einfach nicht effektiv genug.
Stretching ist nicht nur Dehnung. Stretching, Mobility Training, Beweglichkeitstraining, das ist alles eine Fusion, eine Mischung aus funktionellen Übungen, aus Übungen, die deinem Körper Beweglichkeit beibringen. Ja? Und Beweglichkeit wird nicht durch langweilige Dehnübungen verbessert, sondern durch Bewegung, durch Vielfältigkeit der Bewegung. Je mehr Bewegungen deine Gelenke lernen, desto beweglicher, desto schneller beweglich wirst du. Also von daher, werde nicht stur so, okay, ich will nur das machen, sondern eröffne deine Augen und erweitere deine Grenzen. Ja? Lerne das. Lerne und nimm aus allen Richtungen, aus allen Quellen das, was dich am besten anspricht, was dir gefällt, das dich glücklich macht. Und nimm das und bilde daraus, baue daraus das eigene Ding auf. Dein Training, ja, dein einzigartiges, absolut effektives und mega interessantes Training. Nur so wirst du zu einem guten Coach. Und wenn du das verstehst, dann ja, hast du wenig Konkurrenz. Genau. Was auch ganz wichtig ist zu verstehen, zu wissen, ist Kommunikation mit Kunden, ja, Kommunikation mit Menschen. Als Coach, als Stretching Coach, bist du für deinen Kunden ein Vorbild. Du bist für deinen Kunden jemand, der auf eine gewisse Weise besser ist und der helfen kann. Ja? Du bist ein Coach, du bist für mich jemand, der mir etwas beibringt. Das heißt, du bist auf eine Sichtweise besser als ich. Du bringst mir etwas bei, ich kann von dir lernen, du bist mein Vorbild. Ich komme zu dir, weil ich von dir lernen möchte. Kannst du dir vorstellen? Ja? Krass. Das heißt, du solltest dieses Gefühl auch vermitteln. Ja? Ich kann dir helfen. Du hast ein Problem, ich kenne die Lösung. Du weißt nicht, was du weitermachen musst. Ich finde für dich den Weg. Ich unterstütze dich. Fällt die Motivation? Ich gebe dir Motivation. In deinen Händen als Coach liegt sehr viel. Ja? Und wenn du weißt, wie du damit umgehst, wenn du das nicht unterschätzt, wenn du das anwendest, dann lieben dich deine Kunden und bleiben bei dir sehr lange und kommen zu dir immer wieder. Vor 7 Jahren habe ich angefangen und ich habe immer noch Kunden, die damals bei mir waren. Kannst du dir vorstellen? Und als ich das Studio eröffnet habe, hatte ich überhaupt keine Bedenken, ob jemand zu mir kommt. Ich wusste, dass viele kommen. Und ich hatte recht. Beim Tag der Eröffnung, ja, wir hatten Tag der offenen Tür natürlich, und da kamen sehr viele Kunden, die mit mir noch vor Corona, vor vielen Jahren trainiert haben, aus verschiedensten Studios, kamen die zu mir wieder, weil sie mein Training geil fanden, damals schon. Jetzt, nach so vielen Jahren, nach so viel Entwicklung, davon zu schweigen, ja. So, also unterschätze dieses Coach-Sein nicht. Ja? Du bist ein Vorbild und du bist dafür da, um jemandem zu helfen. Und wenn du das als eine kleine
Gäste interpretierst oder wenn du das nur als, ja, ich verbringe nicht viel Zeit mit diesen Menschen. Egal, eine Sekunde reicht manchmal, eine Minute, ein Blickkontakt, ein Wort, ein Satz. Manchmal reicht so wenig, um so viel zu verändern. Deswegen, du darfst es nicht unterschätzen. Ja? Du musst es wissen, du musst es verstehen. Deswegen lerne Kommunikation, sammle die Erfahrung, kommuniziere mit vielen Menschen, sei empathisch, ja, entwickle Empathie, weil Empathie spielt eine sehr große Rolle bei der Kommunikation mit Menschen. Du musst dich versetzen können und was wichtig ist, zeige nie auf Defizite deiner Kunden. Die kennen sie wahrscheinlich. Die wissen schon wahrscheinlich, dass ich hier nicht gut genug bin, dass ich hier. Wenn du das noch sagst, das ist nicht schön. Also das brauchst du gar nicht. Wenn du mit jemandem arbeitest, dann weißt du, okay, also du merkst einfach für dich, ja, diese Person braucht, hat Defizite da und da, braucht Hilfe da und da. Also musst du einfach daran arbeiten. Aber darauf zu zeigen, schau, du hast da was, du hast da ein Problem oder man weiß gar nichts davon. Man kommt zu dir, Spagat zu lernen und du sagst, ja, aber du hast noch hier ein Problem, hier, hier, Wirbelsäule, das, das, das. Und diese, ach du Scheiße. Ich wollte einfach Spagat lernen und jetzt muss ich zum Arzt scheinbar. Jetzt habe ich tausende Probleme auf einmal. Also nein, sag's nicht. Trainiere, gestalte das Training so, wie du denkst, dass es richtig ist, ja, mit Schwerpunkten, die auf diese Defizite gezielt sind, aber zeig sie nicht, ja, sag sie nicht. Du brauchst es nicht und die brauchen es. Die kommen zu dir, um Kopf auszuschalten und einfach etwas anderes zu machen, wie außer über Stress, Alltag, Probleme und so weiter zu denken. Die brauchen das Ganze nicht. Die kommen zu dir, weil die dir vertrauen, weil die wissen, dass du für sie sein Problem löst. Genau. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und ich weiß ganz genau, dass wenn du all dieses Wissen anwendest, dann wirst du zu einem Top-Stretching-Coach. Und ja. Vielen Dank für das Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.